So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Dead Space 2. Jo, und weiter geht's hier in der Geschichte. Oh nee, nicht schon wieder Strom aus. Das hat nie Gutes zu tun, wenn das Licht ausgeht. Hallo, ich fühle mich hier so irgendwie ängstlich. Hier ist es dunkel. So, mal hier aufmachen. Jawohl. Sonst noch was? Ja, hier kann ich nur diese Speere nehmen mit Chinese. Watch your step, ja, mache ich. Was sind das hier für Bläserbalgen hier? Das ist ja lustig. Sieht ja aus wie bei so einem OP-Raum hier. Solche großen Blasebalge hier. Da haben wir Credits. Also irgendwas kommt da noch. Also ich habe hier das Licht ausgemacht, aber es ist niemand gekommen. Das kann so nicht sein. Also da muss was Großes kommen jetzt gleich. Ja, Hilfe. So, pang. Ja, der Nidwerfer ist eigentlich auch nicht schlecht. Lebst du noch oder? Nee, okay. Ach ja. Energiezellen mit Chinese einsetzen und entfernen. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Warum wird mir das jetzt hier informiert? Was ist das da unten? Ach so, nee. Das ist die Niete, oder? Was war das jetzt? Kann ich Strom drauf geben auf die Niete? Ey, der Shop ist kaputt. Mist. Okay. Ja, ich habe jetzt echt gedacht, hier kommt mehr. So, ich hier mal zerstören. Aufzug zum Casino Tower ist nur Wartungspersonal. Aha, da sind wir ja richtig. So, dann nehmen wir das Ding mal und stecken das hier wieder rein. So. Boot jetzt wieder neu. Haben wieder Strom. Ah, jetzt haben wir wieder Strom für den ganzen Sektor hier. Sehr gut. Wisst ihr was? Erst macht ihr hier das Licht aus und dann kommt hier niemand. Das war schon ein bisschen schwach hier. Oder wollt ihr nicht mehr so berechnet sein wie immer hier im Spiel? Das kann natürlich auch sein. Sag mal, nachladen hier. Wer sagt hier schon wieder Icehack? Energiesperre aktiviert, dann wollen wir da mal einen Kern reinstecken. Ja, das meine ich eben. Da brauchen wir wieder mal Kerne. Für sowas hier. Und dann kann man sehen, ob sich das rechnet hier. Medipack klein, naja gut, das kann man ja auch verkaufen. Was ist denn das hier? Eine Leiche. Dann haben wir hier einen Halbleiter. Bronze. Ich weiß nicht, wie wertvoll Bronze ist. Harpunenspitzen. Und Ripper klingen, naja, ich glaube, das hat sich ja jetzt nicht unbedingt rentiert, hier reinzugehen. Hier in Kern zu investieren. Naja, egal. Den haben wir vielleicht auch geschenkt gehabt hier, von daher ist es jetzt tragisch. So, weiter geht's mit uns. Wir holen uns mal den Fahrstuhl hier. So, weiter. Nach oben. Oder nach unten? Nach oben, glaube ich, ja. Tick-Tack. Tick-Tack, Tick-Tack. Lalalala. Ein Fahrstuhl, der ist lustig. Jawohl. Was ist das? Ah, da ist noch ein Energiekern. Ja, da haben wir den ja schon wieder drin. So. Wo geht's hier hin? Nirgends, da gibt's keine Anzeigetafel. Aufgabe erfüllt, was? Och nee, warum sind hier Kerzen? Ist da Unitology Cars hier oder was? Das war jetzt einfacher durch die Presse zu kommen wie. Ja. Nein! So, ah! Dafür ist es praktisch, wenn man so eine Niete drin hat, dann kann man nämlich da den Boden elektrifizieren. So, ich hasse nicht diese komischen Plackviecher da. Krabbeldinger.
Ich weiß ja nicht, wie die heißen, deswegen sage ich immer Plackviecher zu denen. Lustig, dass immer die Toilettengeräusche, wenn man da auf der Toilette steht. Textlog. So, was haben wir denn hier? Wer hat geschrieben? Sally 3. Aha. Von Sally Hen an Marion Hen. Marion, ich werde dieses Log hier für dich zurücklassen, damit du es findest, wenn du den Rest meiner Sachen holst. Ich hoffe, ich vergesse nichts, denn alles ist so wichtig. Die Wiedergeburt wird sehr bald eintreten, genau wie sie sagten. Das ist eine ganz besondere Zeit, die man nur einmal erlebt, wenn überhaupt. Sie sagen, wir bereiten uns schon darauf vor, seit wir überhaupt Menschen waren, und wir werden diejenigen sein, die dabei sein werden. Ich bin so aufgeregt, meine Haut ist ganz kribbelig. Ich habe Gänsehaut. Okay, ich muss jetzt los. Die Zeremonien fangen in einer halben Stunde an. Ich will nicht zu spät kommen. Mach's gut, Schwesterchen. Ich hab dich unendlich lieb. Stoß doch auch zu uns. Haha, bis bald. Sally. Okay. Halt, das war falsch. Tabulator. So. Okay. Ja, ganze Juntology-Geschichte hier. Da schreiben sie auch die komischen Zeichen da an die Wand hier und so. Das hier ist eigentlich doch eine große Sekte. Das ist keine Religion mehr. Das ist eigentlich eine Sekte in meinen Augen. So. Mal doch mal gucken. Überall hier haben sie diese Schriftzeichen hingeschrieben. Oh. Was war das? Zack, weg mit dir. I. Strom drauf. So. Also das Ding, das liebe ich. Das war kein Fehlkauf. Ach, da ist noch so ein Ding. Noch jemand? So, Strom drauf. Okay. So, jetzt gucken wir uns mal die Messerie an. Da haben wir noch irgendwas gekriegt. Dings. So, ich bring dich mal hier aufs Klo, da kannst du dich hier auskotzen oder so. So, dolle. Jawohl, spülen ist auch wichtig. Da liegt ein. Was steht da? Hä? Hymnen und Prayers. Aha. Okay. Da. Komische Lektüren. So, und hier geht's nicht weiter. Ja, dann soll man wohl hier lang. Ja, da hat jemand so einen Minimarker stehen. Was ist das? Ach, ja, den Kopf so mit so einem Tuch eingepackt hier. Ach, da hinten kommt die Musik her. Was ist das? Credits. So, da ist Toilette, die ist aber schön sauber wenigstens. So. Was? Oh nein. Jetzt habe ich eine Mission. Ja, da kriegt er immer Visionen zu bestimmten Sachen hier. Ja, da ist nur so ein Pferde-Dings hier, wo hier projiziert. Schön eigentlich, aber das ist ja ein Kinderzimmer, ne? Wow, 1000 Credits, das habe ich jetzt dem Kind einfach mal geklaut. Das hat hier eine private Toilette, okay. Die ist hier so angerichtet und ja, schöner Duschvorhang. Hätte ich ja gerne mal dahinter geguckt, ob die Dusche auch sauber ist. Ja, da spült es wieder automatisch. So, was haben wir denn hier? Schönes Spielzeug. So, und hier geht's weiter. Was? Mami ist krank? Hilfe? Okay, dann gehen wir mal weiter. Aha, das war ein komisches Ding hier. Aber so kommt man durch die ganze Geschichte hier durch, oder wie sehe ich das? Wir müssen wahrscheinlich hier lang. Ja, aber ich möchte eigentlich erstmal hier reingehen. So, ist hier noch was? So, hier kann man nochmal gucken. Wo sind wir denn jetzt auf dem Stock?
Ja, ich weiß es nicht mehr, weil wir können jetzt hier in einem völlig anderen Bereich sein, ja. Nicht mal in diesen Apartment-Dingern. Das sieht man aber dann mal. So, was haben wir hier? Sogar mager Fußabtreter. Na, der ist besser, ja. So. Komische Geräusche hinter der Tür. Gibt es hier denn keinen Lift? Das vielleicht, aber der ist außer Betrieb, wenn überhaupt. Aha. Komische Maske. So, aber hier müssen wir nicht weiter, wir müssen hier lang. So. Okay. Aha. Die fliegen hier mit so einem Raumschiff rumher. Solange sie hier nicht reinbrechen jetzt hier, ist ja alles gut. Naja, wir werden da wohl noch Probleme kriegen mit denen später. Aber mal schauen. Fit, ja. So, was geht's da? Cassini Towers, Ostflügel. Ach so, ja, wir waren jetzt in den Cassini Towers hier. Jetzt weiß ich's noch. Muss ich mir mal merken. So, weiter geht's. Oh! Pam! Hahaha! Was hast du jetzt davon, du blödes Vieh? Wo ist denn der hier raus? Alice, Daycare and Bibelstudy. Okay. Komische Sache. Wir müssen doch aber eigentlich auch. Ups, das wollte ich nicht. Naja, ein Ding verbraucht. Man kann einmal schockieren, wenn man so ein Ding in der Wand hat. Da müssen wir wahrscheinlich weiter. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, wir müssten eigentlich diese Dinger doch entziffern können, weil wenn wir das ja, wenn wir eigentlich auch verrückt sind, oder? Take us, we are ready. Already, okay. So, hast du irgendwas für mich? Eine Stasi-Packung. Leiche nochmal zur Sicherheit zerstückeln und nicht anhängig sein, das hasse ich nämlich hier. So. Deswegen machen wir hier Kleinholz aus dir. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Einmal Lift. Wohin geht der? Nach unten. Jo, nach unten. Oh. Das hört sich aber nicht gut an. Gott sei Dank gibt es ja keinen Luftschacht. So. Okay, weiter geht's. So, da ist wieder ein Speicherpunkt. Der geht auch, okay. Vielleicht habe ich vorhin einfach irgendwie nicht gedrückt, nicht richtig. Ich habe auf irgendwas gewartet. Ah, da kommt ja nicht, drücke E oder so. Da muss man nur ran und wenn die Schrift verschwindet, dann kann man ja. Ja, aber das habe ich. Vielleicht habe ich es auch falsch bedient, das Ding. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Speicherpunkte hier kaputt sind. So, wo geht's denn? Das sind hier überall nur so Sektenmitglieder oder was, weil hier überall Kerzen und so rumstehen. Alles Scientology, weil hier auch alles voll gekritzelt ist. Cassini Tower ist voll mit dem Dreck hier. Zum letzten Gebet. So. Das hört sich nicht gut an. Schema. Oh. Ih, was seid denn ihr? So. Aua. Nachladen. Zack. Ich bitzel mal. Zack, bitzel. Au. Peng. Lad nach. Aua, aua, aua. So, durchbraten hier. Harpunensperre? Ja, nee, 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 stopp. Lass das, du komisches Vieh, ich röste dich. So, das hat trotzdem geklappt. Ah, nee, das Viech lebt ja noch. Jetzt röste ich aber mal, ja? Ah, verdammt. Ah, wir haben automatisch auf die neue Waffe gewechselt. So, kaputt mit dir. Ich heil mich mal.
Das Berühren des Eisacks ist unter Strafe verboten. So, ganz einfach. Okay, jetzt will ich das Schema hier hinten aber endlich mal haben. Für was? Harpunensperre. Ach, die konnte ich noch gar nicht kaufen. Ich kaufe mir eh keine Munition im Shop. Ich verkaufe die eher immer. Das ist eigentlich Quatsch. So, zack, weg mit dir. Mal gucken. Hä? Hui, hui. Ripperkling, da haben wir noch ein paar Credits. Wisst ihr was? Hier ist immer so finster. Man braucht irgendwie eine dauerhafte Taschenlampe eigentlich. So. Was ist das? Was ist das? Ist das ein Modell? Sieht aus wie ein Modell. Okay. So, jetzt höre ich hier gerade wieder aus dem Nebenraum von meinem Bruder komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob man das hier hört. Keine Ahnung, was der da wieder so laut gedreht hat. Ich hoffe nur, dass man es halt wirklich nicht in der Aufnahme hört. Ansonsten tut mir es leid, da kann ich nichts dafür. Der ist halt immer so ein bisschen eigensinnig. Wenn ich ihm da was sage, dann ja, macht das eben nicht immer. So, was haben wir denn hier? Drache, was? Echt? Nee. Komische Fratze hier. Geöffnet. Ja, ich glaube, jetzt sind wir in der Kirche. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Das ist leer. Jetzt nehmen wir mal den Ripper. Göttliche Entdeckung. Hören. Ach, das war schon. Okay. Das ist hier sozusagen Hörbuch, Prophet und Märtyrer. Okay, kurz und bündig. Da ist noch eins. Wo sind drei? Da ist drei. Gründung der Church of Unitology. Okay. Was haben wir hier? Milliarden Gläubige. Jeden Tag werden es mehr. Ja, ich garantiert nicht. Erleuchtung auf Titan. Und die Zukunft. Während wir auf die göttliche Konvergenz warten, ist es wichtig, unsere Beziehung zur Marker weiter zu fördern und die Zukunft zu verstehen, die er uns bringen wird. Der Marker appelliert an uns alle. Es ist unsere Pflicht, ihm mit einem offenen Herzen und Verstand zu begegnen. Wenn er meint. So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr. So, weiter geht's hier. Gehen wir weiter in die Kirche da. Moment. Oh oh. Es ist kalt, Männer, hat sie gefunden. Schnell in die Kirche. Ja. Aua.
Die haben mir jetzt einfach mal durch die Scheibe geschossen, die miesen Kerle hier. Und feuern hier rein. Au. Lass das bitte, dann gehe ich doch weiter hier. So. Mach die Tür zu. Praise Altman. Diana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier? Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Okay. Ja, wir wollen hier nicht da sein. Erweiterte Ordnung, ach, das kennen wir ja. Speicherstationen und so andere Sachen zu finden, ja. Und Shops. Der ist not dead, der ist only reverse. Unity is forever. Naja, irgendwelche komischen Phrasen hier wieder. Andenkennadel, Lesezimmer, Akquisition. Wir müssen aber. Hä? Da rein. Okay. Da will ich aber nicht rein. Ich möchte hier rein. Ne, will ich nicht. Da ist der Dings, der Altar wahrscheinlich. Dann gehen wir halt mal hier rein. In die Akquisition, hä? Na nü, ach da. So. Und da liegt was. Strahlmunition. Was haben wir noch? Akquisition ist leider außer Betrieb. Da können wir nicht. Das Hymnenbuch. Da geht es aber noch raus. Textlog. So, das lesen wir noch. Ups. Ach, Jesus, na, das ist ja blöd. Tourmitarbeiter, Achtung, Tourmitarbeiter, bitte achten Sie darauf, dass Ihre Besucher nicht von Ihrer Seite weichen. Die Indoktrinationszentren, schwieriges Wort, sind für die Öffentlichkeit tabu. Denken Sie daran, seien Sie das nicht für jene, die in der Dunkelheit wandeln. Also gut. Indoktrinationsbereiche. Ja, die müssen aber erst recht zugänglich sein. So, hier geht's weiter. Ja gut, wir müssen da raus. Ich weiß. Geh mal da lang. Was ist denn das hier eigentlich? Andenkenland, zur Erinnerung, bleiben Sie bei Ihrem Führer. Bitte während der Gottesdienste nicht sprechen. Keine Aufnahmegeräte hören. Aha. Oh, da ist der Shop und der Workbench. Jo, und eine Speicherstation. Ja, das speichere ich doch erstmal ab hier. Das ist ja primo. Das hat sich wirklich super ergeben. Seht ihr? Wenn man nicht einfach mal woanders hingeht, ne? Ja, und damit hätten wir auch die Folge beendet. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Euer Legolas. Tschüss.